das Schwert, der Benutzer des Einlands, ja, das weißt du schon, in den Boden stoßen. Mit aller Kraft, die ich aufbieten kann, habe ich das Schwert noch Schwert hoch und ramme es in den Riss in den Mitte des Bodens. So, jetzt habe ich das nochmal machen müssen. Scheiße. Ein gewaltiger Ruck geht durch den Raum. Lichtspitze verbreiten sich vom Schwert ausgehend und zuerst entlang des Bodens in alle Richtungen, dann die Wände hinauf. Als sie die Decke erreichen, ächzen die tödliche Vorrichtung und hält dann an. Erschöpft und erleichtert stürzt sich zu Boden. Ich dachte schon, dass er jetzt wieder gestorben ist. Nach einer Minute komme ich wieder zu Atem und öffne meine Augen. Seltsam. Jetzt, da ich die Inschrift, die wir vorher gefunden haben, aus einem anderen Blickwinkel betrachte, fällt mir auf, dass ein bestimmter Stein direkt daneben keine Mörtel um sich herum zu haben scheint. Wir gehen zu ihm rüber. Kit zerrt an ihm und stellt fest, dass er locker ist. Nachdem wir den Stein entfernt haben, ist ein schwacher, funkelndes Licht, das von ihm von weitem aus dem Loch kommt, zu sehen. Kit greift hinein und holt vorsichtig das schimmernde Objekt heraus. Ein kunstvoll gestalteter Goldring liegt auf ihrer Handfläche. Er ist mit einigen schlanken Blättern, die wie eines Fadens aussehen, mit 5 kleinen Rubinen darum herum verziert. Das akazische Wappen, sagt Magil. Kit versucht, den Ring überzustreifen, aber seltsamerweise scheint er auf keinen ihrer Finger zu passen. Dieser Ring muss dem alten Mann etwas bedeuten. Wir können ihn benutzen, um seine Wand zu durchbrechen, oder? Frage ich Magil aufgeregt, obwohl ich die Antwort bereits kenne. Er nickt still. Ja, das musste es sein. Das Einlasser, das jetzt stolz wie ein Leuchtfeuer inmitten dieses trostlosen Raums aufrecht steht. Zurückessen, ballen wir uns in den Hoffnung, niemals wieder zurückzukehren, die Folterkammer zu entfliehen. Endlich! Mit einer Kette steigen wir die hinten. Ja. Ja, das kennen wir schon. Oh, diese Sau. Zur Terrasse weitergehen. Wir müssen ja zu dem alten Sack jetzt. Reichen wir zu den Leuten. Ja. Ich könnte eigentlich auf Fast-Forward-Taste hier drücken, aber nee. Zur Terrasse weitergehen. Nach einer kurzen Weile kommt wieder eine. Ja. Lang nehmen die Fast-Forward-Taste, sonst hätte ich richtig stundenlang hier alles durchlesen müssen. Weiter durch den Korridor gehen. Wir müssen die Treppe nach unten. Ja, da kommt schneller der Text. Die Treppe nehmen. Also, ja, das müsst ihr nicht jedes Mal wieder sagen. Jedoch. Immer wieder das Gleiche. Zu linken geht es wieder. Der rechte Gang war es, oder? Bevor ich den Unterricht erbringe, kurz von mir eine schöne vertiefte Rechte. Es ist gemacht von Rüdels Adoptivtochter. Weiter durch den. Zur Treppe zurückgehen. Kommen wir zu. Ja, Abzeigung. Wir müssen den Bodengang betreten. Ja, dann können wir. Ja. Durch den Raum weitergehen. Also, ja, könnte man eine Stelle, an der sich der Weg teilt. Wir können von. Ja, komm. Zu den Verließen, richtig. Messingklinke, ja. Yep. Ich glaube nicht, dass ich jemals an diesen Ort gewinnen würde. Eintreten. So, jetzt haben wir. Wir kehren zu dem alten Mann zurück. Magil tritt an die Zelle und ergreift die Eisenstange. Er sucht festen Stand und beginnt dann mit unglaublicher Kraft an den Stangen zu ziehen. Nach einem Moment beginnen sich die Stangen zu verbiegen, als wären sie aus Gummi. Magil tritt als erster durch die neu entstandenen Öffnungen. Kit folgt ihm, kniet sich vor dem murmelnden alten Mann hin. Ihre Hände auf seine Schultern legend, versucht sie, ihn in die Augen zu blicken. Aber er starrt weiterhin zu Boden. Frustriert beginnt sie, ihn anzuschreien und energisch und herzuschütteln. Komm schon, alter Bursche, reiß dich zusammen! Die Hand des Mannes schaukelt hin und her wie die einer Stoffpuppe, aber seine Augen bleiben abgewandt. Versuchen Kit aufzuhalten. Ich trete zwischen Kit und den alten Mann. Kit blickt mich hart an. Komm mir nicht in die Quere, Search. Ich habe eine Sache gemerkt. In diesem ganzen Spiel, wenn ihr öfters von Kit zusammengeschlagen und Lebenspunkte abgezogen als von Monstern. Das ist echt so. Nur wegen der Schlampe stirb ich so oft hier.
Also, einmal bis er gestorben, aber wenn die Schlampe nicht aufhören würde, mich nicht zu sch wenn die aufhören würde, mich zu schlagen, würde ich das Spiel einfach locker schaffen. Aber nein, sie muss mich immer schlagen. Komm in die Nähe, ich kill sie, sieh ihn dir an, sage ich. Durchgeschüttelt zu werden ist das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Wenn ich mit ihm fertig bin, wird diese alte Knacke vor alten Geschichten übersprudeln. Als Kit ihr Gewicht auf das andere Knie verlagert, gleitet plötzlich der akasische Ring aus ihrer Tasche. Er fällt zu Boden, wo er einmal, zweimal, dreimal aufspringt und genau im Blickwinkel des alten Mannes zu liegen kommt. In dem Versuch, Kit zu beruhigen, bedeute ich ihr, zu dem alten Mann, der jetzt schwach lächelt, zu schauen. Der Ring, sagt er mit einer Stimme, die so leise ist, dass man sie kaum verstehen kann. Allerdings nehmen seine Augen bald wieder ihren trüben Ausdruck an. Letztendlich, meine Gefährten, seid ihr zurückgekehrt. Meinetwegen wurde die gefrorene Flamme entwendet. Und ich habe den Namen der kasischen Dragoner entehrt. Ich bin der letzte Verbliebene, aber ihr seid zurückgekehrt. Ah, Merke, Zoranda, nun, da wir noch einmal bereinigt sind, lasst uns alle zum Steigsee zurückkehren. Oh Mann, hört zu, Mister. Die gefrorene Flamme, wo ist sie? Jedoch, noch so kleine Hinweise wäre hilfreich. Mach schon. Gefrorene Flamme? Fragt der alte Mann. Ein warmes Lächeln breitet sich auf sein Gesicht aus. Ah, meine liebe Miss Riddle, ich habe euch ziemlich lange nicht mehr gesehen. Sicher habt ihr den geheimen Gang nicht vergessen. Ja, glaubst du? Du könntest mir doch nochmal erzählen, Opa, fragt Kit, wobei sie versucht, so damenhaft wie möglich zu sein. Nee, geht wohl nicht. Im Ballsaal, dritter Kerzenhalter auf der linken Seite. Ich wusste doch, dass irgendwas mit diesem Ballsaal ist. Kit umarmt den alten Mann ekstatisch und damit nimmt er seine Murmel mit dieser abwesenden, bebenden Stimme wieder auf. Bitte vergib mir für deinen Vater. Ich bitte dich, Riddle. Die Dragoner. Es ist höchste Zeit, dass du von hier verschwindest, alter Mann, sagt Kit und deutet auf die verbogenen Eisenstangen. Er weigert sich jedoch, erneut aufzublicken. Komm schon, wir haben hier alles getan, was wir konnten. Er muss selbst durch diese Gitter gehen. Danke, alter Mann. Der tut mir aber irgendwie leid. Als wir uns in der Verließen entfernen, kommen wir zu einem Stückchen ab. Ja, das kennen wir schon. Geradeaus zur Treppe gehen. Wir müssen ja zum Ball sein. Die Treppe nehmen. Der tut mir echt leid, Mann. Aber warum habe ich dieses. Ganz ehrlich, ich hasse diese Schlampe Kit. Die schlappt mich jedes Mal hier einfach ohne Grund. Umdrehen. Wir wollen zum Atarium. Von stechenden Fisch und alles Mögliche. Sollen zur Rüttel gehen und mit dir reden mal? Irgendwie habe ich Lust, mit dir jetzt gerade zu reden. Durch den Raum weitergehen. Abzweigung, ja, da für eine Treppe, ja. Während wir. Ach komm, wir scheißen auf Rüssel jetzt. Ja, die verliert ihr Gleichgewicht. Mann, oh Mann, du musst nicht alles kommentieren, was jetzt gerade passiert. Ja, komm. Safe State zur Sicherheit und zum linken Ballsaal. Folgen dem Ko weiter den Korridor. Nach einer Weile erreichen wir schon eine fehlsichtige Doppeltür. Das ist der Ballsaal. Eintreten. Die dritte Kerze von links war das ja. Aber ich sehe nur eine Kerze. Menge von Kerzen erleuchten diesen großen Eindruck. Eine altmodische Standuhr. Ja, kennen wir schon alles. Okay, dritte auf der linken Seite, murmelt Kit leise. Einer, zwei, drei. Jetzt geht's los. Als Kit vorsichtig gegen den Kerzenleuchter drückt, beginnt er sich langsam zu bewegen. Was passiert hier? Stotterte ich, während ich versuche, das Gleichgewicht zu halten. Der ganze Raum versinkt langsam im Boden, sagt Kit Margil. Der Ballsaal versinkt? Komplett? Plötzlich beginnt der Raum noch schneller abzusinken. Schau dann drinnen meinen Rückgrat hinunter, als ich mich umblicke und sehe, wie die Gemälde gegen die Wände schlagen und die Kerzen zu Boden fallen.
Während ich beginne, mich an das Gefühl des Sinken zu gewöhnen, fühlt sich mein Herz mit einer heftigen Mischung aus Angst, Erwartung und Hoffnung. Was erwartet uns auf eurem Grund? Die gefrorene Flamme? Könnte sie wirklich dort unten sein? Ist dies das Ende unserer Abenteuers? Was, wenn ihr sie tatsächlich in unseren Händen bekommt? Kit, Magier, ich frage mich, was sie im Moment befehlen. Während der Raum weiterhin in einer, wie ein Fahrstuhl zur Hölle abfährt, sinkt, höre ich, wie Kit mit weicher, sanfter Stimme zu sprechen beginnt. Ich liebe euch beide. Manchmal bemühe ich mich zu gewinnen, obwohl ich weiß, dass ich bereits verloren habe, genau wie diese Dame gesagt hat. Warum tue ich das? Als ich zu ihr hinüberblicke, wird mir klar, dass das nicht das Kit ist, die ich gewöhnlich sehe. Ein schwaches, schüchternes Lächeln ist auf ihrem Gesicht zu erkennen. Plötzlich kann ich etwas so Mächtiges durch mich fahren fühlen, dass es sich wie eine Feuerwelle, die durch mein Herz rast, anfühlt. Mach dir keine Sorgen, wir können nicht verlieren. Daran besteht kein Zweifel. Wie auch immer, mein Kit leise, wobei sie schwach lächelt, spüre ich, wie dieser haben für mich nie viel Sinn haben. Es gibt keinen Fall, wo was zweifelsfrei feststeht. Keine einzigen. Aber danke, Kumpel. Sie blickt mich mit einem sanften Lächeln an, als ich sie ansehe. Wird mir klar, dass es auf der ganzen Welt kein anderes Mädchen wie sie geben kann. Niemals. Das schüchterne Lächeln, das sie einen Augenblick zuvor zur Schau gestellt hat, ist eine Art mysteriösem Starren gewichen. Als ich sie anschaue, fragte sie mich: Hey, was ist plötzlich mit dir los? Nicht? Du hast nur für einen Moment wie eine andere Person ausgesehen. Wirklich? Fragt sie erstaunt und neigt ihren Kopf. Es liegt möglicherweise an der gefrorenen Flamme. Wir nähern uns ihr. Seid Magie. Seine tiefe, dröhnende Stimme bringt die Schatten des Raumes zu erbeben. Was meinst du damit? Fragt Kit mit einer hochgezogenen Braue. Blicke in dich hinein und du wirst die Antwort finden. Kit, den Kampf um deine Läuterung musst du selbst führen. Wovon um Himmels Willen redest du? Plötzlich ertönen überall um uns herum metallische Mahlgeräusche. Der Raum beginnt schaukelnd zu stehen. Schätze, das ist unsere Haltestelle, sagt Kit mit einem hohlen Lachen. Ich stehe regungslos da und blicke Kit und Magel in die schwachen, flackernden Beleuchtung an. WTF? Plötzlich erwacht die Orgel zum Leben. Als ich mich zu dem monströsen Ding umdrehe, ist niemand auch nur in seiner Nähe. Nichtsdestotrotz spielt sie weiter in ihrer seltsamen, verdrehten Tonlage, wobei sie sich die Tasten und Pedale wild von sich bewegen. Klingt wie eine Trauermarsch. Ich mach nur Spaß. Schlechter Witz, Kit. In Ordnung. Lass uns angehen, sagt Kit und atmet tief durch, ehe sie auf die Tür zugeht. Ich blicke Magel und nicke mit dem Kopf, bevor ich ihr nach draußen folge. Es ist ein Trauermarsch, ganz rechts. Und zwar links. Wir folgen dem langen, dunklen Pfad, der vor uns liegt. Die Luft hier unten ist von einem strengen Gestank nach Tod erfüllt. Am Ende dieses Korridors erwartet uns links unterirdisches Versteck. Kit hat einen seltsamen Ausdruck im Gesicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was gerade in ihrem Kopf vorgeht. Magie hingegen. Ich werde nie schlau aus ihm. Aber dennoch reden wir normalerweise ein bisschen, um die Stimmung etwas zu erheben. Aber im Moment gibt keiner einen Ton von sich. Ich versuche in der Hoffnung, die steigenden Anspannungen damit zu lockern, ein Gespräch zu beginnen. Meine Frage ruft nichts als einen kalten Blick von Kit hervor. Von ihr kommt eine Erwiderung. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich Kit wirklich noch nie über ihre Vergangenheit reden gehört. Aber dann, gerade als ich denke, dass ich keine Antwort bekommen werde, beginnt sie zu sprechen. Ich habe meiner großen Schwester ein Versprechen gegeben, die gefrorene Flamme zu finden und für sie zu vergraben. Für sie vergraben wo? Beim Grab ihres alten Freundes. Kit blickt auf ihre Füße, als sie fortfährt. Ich war damals noch klein, deswegen kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Aber da war dieser Freund von ihr, mit dem sie aufgewachsen und der von einiger Zeit gestorben war. Sie sagte, sie wolle, dass er bei der gefrorenen Flamme ruhen kann. Ist es Chrono, der Freund?
Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollte, aber doch. Aber nach dem, was beim Waisenhaus passiert ist, schwor ich, meine Rache zu bekommen und ihren Wunsch zu erfüllen. Ich bleibe still, da ich nicht weiß, was für eine Antwort ich ihr geben soll. Ich schätze, ich hätte früher darüber reden sollen, bevor ich dich in das alles reingezogen habe, sagt sie nach einer Weile. Es ist schlimm, Serge. Von nichts als dem Geräusch unserer Schritte, das um uns herum halt, begleitet. Jetzt setzen wir unseren Weg fort, immer weiter den Korridoren lang. Plötzlich hält Margiel an. Bewegt euch nicht! Hä? Kit und ich blicken uns misstrauisch an. In allen Richtungen um uns herum sind Knochen verstreut. Viele davon wurden sauber in zwei Teile geschnitten. Zauber. Als ich mich weiter herumschaue, beginne ich in dem schwachen Licht zu erkennen, dass die Wände im Blut bespritzt sind. Dann fällt mir plötzlich einer von hinten kommenden Lichtschirm auf. Ein elektrischer Blitz nähert sich uns und sprüht dabei Funken wie eine brennende Lunte. Als er bis auf ein paar Meter an uns rangekommen ist, teilt sich der Funken in zwei und zieht einen Kreis um uns. Als der Kreis komplett ist, beginnt ein sonderbares Glühen unter unseren Füßen aufzuleuchten. Dann schießen von dort, wo sich die Funken entlang bewegt haben, Lichtstrahlen empor und bilden ein paar Mauer. Eine Mauer aus Licht um uns herum. Es ist ein Teufelskreis. Wir versuchen, ihm wegzukommen, aber wir sind zwischen den Lichtstrahlen gefangen. Während der heiße, heulende Wind über uns herum bläst, sind Strahlen aus schimmerndem Licht das Einzige, was ich in alle Richtungen in die Schaue erkennen kann. Was soll ich tun? Ich kann diesem ganzen Licht nichts sehen. Magier ergreift mich bei der Schulter und zieht mich in die Mitte des Kreises zurück. Und zum Glück scheint er in der Lage zu sein, bestens sehen zu können. Seine Maske schirmt seine Augen wahrscheinlich vor dem Licht ab. Es gibt immer einen Ausweg aus dem Teufelskreis. Wir müssen die Lücke finden, um hindurch zu gelangen. Wenn du das sagst. Plötzlich treibt Kits Ellbogen einen der Wände. Funken sprühen in alle Richtungen. Sie zieht ihren Arm sofort vor Schmerzen zucken zurück. Okay, außerstande irgendwelche Speicher lieber zu sehen, irgendwelche Lücken zu erkennen. Beginne ich zögerlich, um mir meinen Weg auf die blendende Lichtwand zu suchen. Zwei Schritte nach links. Ach, jetzt kommt das. Drei Schritte nach rechts. Komm schon, einen Weg wenig nach rechts. Da! Komm schon, jetzt! Von unserem Stand aus ist plötzlich eine kleine Lücke an der Wand zu erkennen. Meinem Atem anhalten, springe ich hindurch, wobei ich meinen Geist mit deinem Arm beschütze. In Ordnung, wir haben es durchgeschafft. Als ich jedoch meine Augen öffne, sehe ich lediglich eine weitere dieser schimmernden Wände vor uns herumwirbeln. Okay. Zwei Schritte nach links. Zwei Schritte nach links. Wir müssen ein wenig nach links gehen. Da kommt schon, jetzt. Von unserem Standort aus ist plötzlich eine kleine Lücke in der Wand zu erkennen. Mein Atem anhalten, springe ich hindurch, wobei ich mein Gesicht mit dem Atem schütze. In Ordnung. Wir haben es durchgeschafft. Als ich jedoch meine Augen öffne, sehe ich lediglich eine weitere in dieser schimmernden Wände vor uns herumwirbeln. Außerstande, irgendwelche Lücken zu erkennen. Okay, das kennen wir schon. Zwei Schritte nach rechts. Langsam nach rechts. Da! Komm schon, jetzt! Von unserem Standort ist plötzlich ein kleiner Lücke in der Wand zu erkennen. Meine Warte anhalten, springe ich hindurch, wobei ich mein Gesicht mit dem Atem schütze. Boah, geschafft. Ich haste von den entsetzlichen Dingen weg so schnell wie ich kann. Als ich zurückblicke, sehe ich, wie es erschienen ist, in einem Rauchwölkchen verschwindet. Der Wind erstirbt ebenso schnell, und der ganze Staub und der ganze Schmutz, der durch die Gegend geweht wurde, fällt blitzartig wieder zu Boden, und alles ist nur so einen ruhigen Still zurückgekehrt, so ruhig. Und so reichen wir nachdem wir dem Gang immer weiter gefolgt sind, schließlich. Die mystische Tür, endlich! Kit tritt auf die gewaltige Tür zu und stößt einen Seufzer der Erleichterung aus. Hinter dieser Tür, die gefrorene Flamme,
hinter seiner Maske hervor, strahlend. Muggles Augen sahen einen kalten Glanz aus. Okay, lass uns gehen, sagt Kit eifrig, als sie nach der Klinke greift. Dun, 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 dun. Wow, dun, 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 dun. Diese Höhle hat gewaltige Ausmaße. Eine vergessene Welt, tief unter dem Erdboden verborgen. Und in der Dunkelheit leuchtet ein einzelner kleiner Edelstein in einem scharlachroten Glanz. Die gefrorene Flamme. Endlich sind wir hier. Das Juwel schimmert warm, fast als ob es auf Skids Stimme reagieren würde. Nachdem er einige Schritte in die Höhle getreten ist, flüstert Margils bemerkenswert unberührt und unberührte Ruinen des verlorenen magischen Reiches. Gerade als ich dazu ansetzte, Margil zu fragen, was er damit meint, ist von weit über uns ein spöttisches Lachen zu vernehmen. Links! Kit zieht unverzüglich im Messer und schleudert es mit aller Kraft durch die Luft. Als er sich links nähert, lenkt dieser erst mühelos ab. Und das so schnell, dass ich kaum etwas davon mitbekomme. Immer dasselbe. So ein unzivilisiertes kleines Mädchen. Kannst du einen Gentleman nicht brav grüßen? Du Bastard, unterbricht den Kit. Und wen haben wir hier? Den berüchtigten Schattenwandler. Nicht du wäre, will ich nicht so etwas wie letztes Mal versuchen. Ich sehe, wie Magi neben mir zu stehen bekommt. Was soll links sein?